Ich bin gebeten worden, dass ich mal zeige, wie man Zigarette dreht. Ich will jetzt gewollt gar nichts. Das ist einfach das, was ich da habe. Man nimmt einen Filter. Ja. Dann nehmen wir ein Paper. Auf dem Filter ist eine Markierung. Diese Markierung anlutschen, unter Bereich am Paper ankleben. So. Dann nehmen wir ein bisschen Tabak. Je nach Stärke der Zigarette brauchen wir mehr Tabak oder weniger. So, dann nehme ich das Gemisch sozusagen, verteile es gleichmäßig und drücke es mit dem Finger hin. Wie man sieht, mit denen mache ich wie einen Trichter und von oben drücke ich mit dem Zeigefinger drauf, dann spüre ich gleich, wo am Tabak zu viel liegt, wo zu wenig. Jetzt habe ich das gleichmäßig verteilt. Überall hat sich es gleich stark abgefüllt. Jetzt fange ich an zum Drehen. Mal eine runde Form. So. Und jetzt spüre ich, wenn nur irgendwo was wäre, bei mir passt es. Dahinter ist ein bisschen weniger, aber das ist egal, so weit rauche ich eh nicht. Da hat sich ein bisschen Tabak. Stoff war wieder vor. So. So. Jetzt, weil das jetzt ziemlich dünnes Papier ist, mal meinen Finger nass und lutscht den Oberbereich bis durchsichtig an. Das bewirkt, dass das Papier ein bisschen mehr an den Filter bebt. Jetzt drücke ich drauf, auf linke Seite mal gar nichts mehr, bis das mal drin ist. Und das ist jetzt Vorführeffekt. Müssen wir mal aufmachen. War zu nass sitzt. So. Und jetzt. So, und händisch das Wichtigste wegen dem Filter. Vorne kommt es von der Leute, wie ihr seht, müssen wir nur ein bisschen nachkorrigieren, da das auch nicht so fest sei. Und jetzt, dass der Filter sauber drin liegt, klemme ich das Papier und drehe es gleichzeitig, dass es schön stramm wird. So. Zack. Halte. Kann ein bisschen vorne korrigieren. Jetzt, ja, die drehe ich eh ein bisschen strammer, wie sie eigentlich sein muss. Können wir ein bisschen drauf drücken, damit es ein bisschen lockerer anlegen. Zudrehen. Fertig. Rauchen ist schädlich. Rauchen kann ich nicht empfehlen. Aber ich würde es mal zeigen, weil ich mehr öfters gefragt worden bin, weil ich halt ein bisschen rückfällig war, bin seit 18 Jahren nicht Raucher, mal wieder ein bisschen zum Rauchen, aber es wird nicht lang gegangen, das ist ja. Viel Spaß beim Nachmachen.